Herzlich willkommen in Ihrer Stadt. Herzlich willkommen sind alle, die Interesse an den kommunalen Einrichtungen der Bezirksstadt haben. Viele waren gekommen, um einmal einen Blick in alles Partner einer solchen Gemeinde zu werfen. Der Tag der offenen Tür nicht nur sinngemäß, sondern wirklich ein Tag, wo sich alle Türen öffnen. Backstage, so heißt das neudeutsche Wort, vieles zu sehen und zu erleben, was man sonst im Alltag einer mittleren Stadt kaum mitbekommt. Ja, wir wollen auch die Menschen, die hinter dieser Arbeit stehen, heute in den Vordergrund rücken. Es sind alle Büros, alle Fachbereiche, alle Abteilungen geöffnet. Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort anwesend, die können authentisch Auskunft über ihre Arbeit geben. Wir wollen aber auch in einer kleinen Ausstellung im Rathaushof unser Vermögen darstellen. Die Stadt Bruck ist ja nicht nur so, dass sie Münzen prägen würde, sondern es ist in jeder Stadt, in jeder Gemeinde ein unglaubliches Vermögen der Öffentlichkeit, das dahinter steht. Ich denke an die ganzen Häuser, ich denke an die ganzen Anlagen. Das kostet viel Geld und bedeutet auch Vermögen für die Bürger. Und wir wollen auch mit Rundreisen, mit Autobussen die Außenstellen herzeigen. Wir werden in die Kläranlage fahren, da kommt man normal nicht so leicht hin. Wir werden das E-Werk herzeigen. Wir wollen den Wirtschaftsbetrieb zeigen, also alle Menschen, die dort arbeiten und alle Anlagen der Bevölkerung näher bringen. Wer sonst als der Bürgermeister widmet sich anlässlich der 750-Jahr-Feiern im besonderen Maße seinen Bürgern? Leben und Erleben sind die positiven Merkmale einer gut geführten Kommune. Ja, selbst eine eigene Münze wurde vom Bürgermeister geprägt. Es ist eine Gedenkmünze, die wir heute prägen, anlässlich des Tages der offenen Tür im Rathaus. Und es ist etwas Besonderes, einen weiteren Akt zum Jubiläum der Stadt 750 Jahre Bruck an der Mur zu feiern. Und alle Bürgerinnen und Bürger, die heute diese Münze für sich selber prägen, werden ein Stück Erinnerung an diese 750 Jahre mitnehmen. Wir haben gerade eine Ausstellung eröffnet, wo bekannte und berühmte Bruckerinnen und Brucker, nämlich jene Menschen, die über Jahrhunderte diese Stadt geprägt und gestaltet haben, auch vorgestellt worden sind. Ein wenig aus der Vergessenheit hervorgekramt. Wir wollen sie wieder transparent machen und man sieht, die Bevölkerung hat großes Interesse und nimmt regen Anteil an diesen Veranstaltungen. Es wird ein großer Tag, es wird ein umfangreicher Tag, der sicherlich viel, viel Substanz fordern wird, aber wir wollen mit der Bevölkerung heute auch diesen Tag feiern. Jeder Staat hat eine Nationalhymne, jedes Land eine Landeshymne und Bruck sogar ein eigenes Stadtlied.